Heute verrate ich dir, warum ich am Ende jedes Videos "Ich glaube an dich" sage. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute möchte ich euch mal verraten, warum ich eigentlich am Ende jedes meiner Videos hier auf YouTube "Ich glaube an dich" sage. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man als Content Creator hier auf YouTube die freie Wahl hat, was man von sich gibt und vor allem auch, was man am Ende des Videos sagen möchte. Manche lassen das Video einfach ausklingen oder man hat irgendwie noch eine coole Endmessage. Und das war mir immer persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich wusste, das, was ich am Ende sage, wird sich eigentlich sehr stark in euren Kopf einfach einbrennen. Es wird euch immer und immer wieder an eine bestimmte Sache erinnern. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich mir aussuchen könnte, woran ihr jeden Tag erinnert werden würdet, was wäre diese eine Sache, die ich euch mitgeben würde? Und das war für mich immer, immer, immer der Glaube an einen selbst. Ja, weil das ist mir persönlich sehr wichtig, dass ihr an euch selbst glaubt. Ja, und das eigentlich aus dem primären Grund, weil es mir so unendlich viel geholfen hat. Ich glaube, wenn ich nicht irgendwann, als ich damals 16 war und in die Oberstufe gekommen bin, wenn ich nicht da irgendwann mal an mich, wie soll ich sagen, mit 15 hat das bei mir schon angefangen, aber gerade mit 16, 17 und dann gerade auch in Bezug auf mein letztes Jahr in der Oberstufe und dann natürlich auch auf meine Abiturprüfungen, die ich mit 1,0 abgelegt habe, wenn ich da nicht im Vorfeld irgendwann die Entscheidung getroffen hätte, okay, ich glaube jetzt an mich selbst, unabhängig davon, was die anderen sagen. Ja, viele von euch kennen ja schon meine Geschichte, dass ich in der 11. Klasse Schwierigkeiten damit hatte, die Noten zu schreiben, die ich mir gewünscht habe und dann über mein letztes Jahr viel für mich herausgefunden habe, wie das Ganze wirklich funktioniert und dann eben auch meine Abiturprüfung mit 1,0 abgelegt habe, was davor eigentlich niemand von mir erwartet hatte. Ja, und Engagement super, Strategien super, wenn du nicht an dich glaubst, wird es schwierig, weil ich merke das einfach super oft bei vielen Schülern, wenn ich mit ihnen in Kontakt bin, dass ihr einfach nicht an euch selbst glaubt. So, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, den Schnitt zu erreichen, den ihr euch vornehmt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass ihr das stressfrei schaffen könnt. Ihr traut es euch gar nicht zu. Und ich würde euch einfach nur sagen, dass das auch bei mir lange so war. Ja, ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie Abiturprüfungen mit 1,0 abzulegen oder die besten Abiturprüfungen in der Schule zu schreiben oder wie auch immer. Ja, nur es kann nicht passieren, wenn du in deinem Kopf nicht zumindest mal die Möglichkeit dafür öffnest. Es geht ja nicht darum, dass du es garantiert erreichst. Es geht im ersten Schritt nur mal darum, dass du dir selbst erlaubst, darüber nachzudenken, ob das nicht sein könnte. Ja, ob das nicht irgendwie möglich ist, ob es nicht einen Weg dazu hin gibt. Weil, ich meine, mittlerweile, ich bin 20 Jahre alt, für mittlerweile in Düsseldorf mein Coaching-Unternehmen, in Düsseldorf mit unserem fünfköpfigen Team. Das würde nicht passieren, wenn ich nicht an mich selbst glauben würde. Diese Videos wären nie entstanden, wenn ich an mich selbst geglaubt hätte. Ich meine, ich habe diesen YouTube-Kanal hier in der 12. Klasse begonnen. Ja, meine Mitschüler haben das nicht gefeiert. Wir haben das nicht gefeiert. Ja, da gab es auf dem ersten Video mehr Dislikes als Likes. Ich habe weiter an mich geglaubt, ich habe weitergemacht. Und jetzt stehen wir hier mit mehreren Millionen Aufrufen auf diesem Kanal. Und das ist halt mir persönlich einfach super, super wichtig, dass ihr das für euch selbst einfach auch versteht, dass es einfach zu 100% egal ist, was irgendjemand anderes sagt. Es ist einfach zu 100% egal. Noch nicht mal dieses Scheiß drauf, was andere sagen. Es ist sehr wertvoll, was andere sagen. Man kann da super viel daraus lernen. Feedback ist oft eine sehr gute Verbesserungsgrundlage. Aber wenn das nicht konstruktiv ist, ja, und selbst wenn es konstruktiv ist, ist es grundsätzlich einfach vollkommen egal, was irgendjemand sagt. Wenn du ein Ziel hast, einen Weg für dich siehst und daran glaubst, dass du es schaffen kannst, dann kannst du es einfach schaffen. Egal, ob das jetzt ein bestimmtes Studium in deinem Fall ist, ob das ein bestimmter Schnitt für dich ist oder was auch immer das in deinem Leben ist. Du kannst es schaffen. Nur der erste Schritt dafür in deinem Kopf ist, die Möglichkeit zu eröffnen, dass es möglich ist. Und dafür darfst du an dich selbst glauben. Und deswegen
sage ich das am Ende jedes Videos. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut die Videos bis zum Ende an, damit ihr diese wichtige Message auch jedes Mal wirklich für euch verinnerlicht. Und ja, das ist mir einfach super, super wertvoll, euch das Ganze mitzugeben. Gerne auch bei uns im Coaching, wo wir das Ganze nochmal intensiver machen. Dafür wisst ihr ja schon, könnt ihr euch entweder im ersten angepinnten Kommentar oder auch in der YouTube-Beschreibung ersten Link für unser Traumabitur-Coaching bewerben. Einfach mal eine Beratungssession mit uns ausmachen, damit wir da dann auch schauen können, wie wir euch da konkret am besten weiterhelfen können. Und ja, deswegen denkt dran. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.